Glückwünsche. Aber Kinderwunsch ist ja eigentlich immer. Ich kann dir nur sagen, du musst so froh sein, dass ich. Aber habt ihr stark gelöst, muss, fand ich sehr stark. Weil ich würde jetzt gerade eben so wie du es mit dir. Bei Bausatz, also Pentagon, als Bausatz bei Lego 100% Pentagon. Ja. Und ein Jet und einen Titanic gibt's auch. Und jetzt beschwerst du dich, weil wir Pentagon dann angeklickt haben. Danach rast du gleich aus. Mit einer Audacity. Wenn ich runterkomme, bist du erst entschärft. Reisen? Ja, ganz eindeutig die Reisen zu. Wie soll man das? Achso, Fahrer muss man doch nicht. Falsch. Ja. Das ist falsch. Und du sagst, was ist denn Reisen für ein Scheißwort mit Pentagon? Ja, ich kann den nicht mehr hören. Vor allem Faro so, ich kann ihn nicht mehr hören und mutet sein Mikrofon. Ich bin so froh, Ermittler zu sein. Alter, ich verzweifle. Was soll ich euch denn für Wörter geben? Wo soll ich denn wissen, worauf ihr... Also Pentagon habe ich im Leben nicht gesehen. Die Reise zum einem militärischen Außenministerium. Ja, dann guckst du dir das Fünfeck an. Da war ich fassungslos, die Reise zum Pentagon. Aber ich habe dich gefühlt, Klör. Ich dachte mir auch so, was machen die da? Faro ist unten, jetzt kracht der Nachtritt kommt. Ja, glaube ich nicht mehr. Ja, ich bin ein bisschen heiser jetzt. Ja, ich habe einen Teil meiner Stimme verloren in den letzten 5 Minuten. Ey, wenn wir jetzt nicht alles einloggen, dann krachtet richtig. Ich weiß, warum Terst und Faro sich immer anschreien. Bruder, ich sag dir, klar, es gab eine Runde, ne, wo ich gesagt habe, okay, ich werde mich beherrschen, okay, so voll entspannt. Oder dann entmutet er sich und schreit uns an, warum wir Badezimmer voten, und das ist das schwarze Wort, wenn er Zahn schreibt. Und da ist bei mir die Sicherung komplett durchgebrannt. Wie kommt ihr auf Badezimmer, wenn ich Zahn schreibe? Ja, Faro, die Reise zum Pentagon. Nur weil Smaggy seine Zähne jeden Tag ins Badezimmer legt, ist es nicht für jeden. Oder ich putze seine Zähne im Bad. Er verteidigt es immer noch. Faro, koch jetzt da die Wörter, komm. Du sonst haben wir halt gleich wieder einen Galeroben-Wert. Du musst halt da sagen, dass es andere als Junge, viel logischer war. Faro, konzentrier dich, such die Wörter. War halt nicht. Es war alles aber nicht logischer. Badezimmer und schwarz ist das schwarze Wort, war geistkrank. Kommt mir jetzt an mit, du musst erwähnen, dass das andere logisch. Halsmaul! Junge, Zahn, das schwarze Wort. Ja, wir sind Drogenkontrolle, ich dachte das. Ja, ist schon durch. Sorry. Päckchen Freunde, an der Stelle Warte, lass uns mal gucken. Marker, ja, Auto, Verlag. Nein, lest ja alles erst. Ich liebe alles daran. Die drei wenigstens schon. Ja, okay. Für dich genauso. Ich würde Päckchen, Zoll und Inhalt, also in der Reihenfolge. Einfach mal Speedrun. Easy. Bam. Sexy. Easy. Ah, ja, halt übrigens, ein sehr eindeutiges. Wo ist es denn? Die Reise zum Pentagon. Das hier war das Thumbnail von dem Video mit Faro mit der Clownsnase. Kuss. Das ist im Streamer-Chat. Du kannst es im Streamer-Chat posten. Ja, warte mal. Das Bild, was Smaggy geschickt hat in dem Channel, kann ich richtig hören. Sakuris Reaktion, als du kennst. So dieses Hä? So, das sieht man. Ja, hä? Mit der Hand, oder? Das ist so ein Banger-Bild. Was denn? Guck mal, im Streamer-Channel, da kannst du das posten. Und da ist halt ein Bild von Sakura. Zahn. Badezimmer schwarz. Was war denn? Forward, geil. Ja, aber Bruder, wer hat das Thumbnail gemacht? Ihr habt das falsch rum gemacht, Bruder. Badezimmer. Nee, doch. Nein, Badezimmer war schwarz. Zahn war das Wort. Nein, Zahn war schwarz. Zahn war das schwarze Wort und Badezimmer war so. Also, wenn ich. Ah, okay, oder so rum, ja. Ich muss jetzt mal wie Faro denken. Rosenbusch. Ja, ja, lock ein. Ich warte, das war noch. Ja, lock ein. Ja, aber die Pille ist doch falsch. Warum? Okay. Um Gottes Willen. Ganz ehrlich. Wie? Liegt euer Zahn im Badezimmer oder was denn über die Nacht?
Warte. Faro, du gehst wirklich in Angriffsmodus. Digga, wirklich. Und jetzt Zahn ist das schwarze Wort und du gehst in Angriffsmodus. Wirklich, Faro, ne? Wirklich, einfach halt dein Maul. Wirklich, halt dein Maul, dass du noch laut wirst, frecherweise, ne? Das Zahn schwarz ist eine absolute Frechheit, Bruder. Das ist mit dem Fuß unter der Zahn. Ach, Digga, Maul. Ich geb dir noch 5 Jahre, Faro, dann wirst du deine Zähne sowieso dort aufbewahren. Was erzählst du mir? Ich stehe neben dem Bett auf dem Nachtschrank. Mit dem Wartezimmer. Hat er gerade gesagt, er hat seine Rosa. Ist, ich hab den Clip da gepostet. Wieso Brot? Wieso denn Brot? Warum habe ich Brot? Ja, das war einfach nur Troll, weil ich habe so gedacht, wie Faro denkt. Weizenbrot. Alter, halt die Klappe, du siehst ein Wort und gibst einfach irgendeine Zahl dahinter und sagst, sie werden schon was finden, ja? Besteht ja, dann die Verfügung. Also wegen Busch könnte, also wenn wir müssen bedenken, wirklich, ja, du hast recht, ist Faro. Also die Imposter, der Imposter-Faktor ist hier die Spinne, weil die im Busch sitzt. Nein, es ist rosa. Ja, okay, es wird rosa sein. Ist auch rosa. Ja, das war's. Let's go! Also, ich hab den Clip dazu gepostet, ne? Da drunter. Echt? Achso, ja, warte mal. Oh, mit dem Badezimmer? Ja. Oh ja, warte. Warte. Akira, danke dir für den Lüe, Couscous Cutie. Geil. Wie der noch die Frechheit besitzt und rumschreit. Ne? Ja, ne? Das ist wirklich Bonus gewesen. Wie der noch die Frechheit besitzt. Also Badezimmer, um die Leute mal kurz abzuholen. Badezimmer ist Faros Hinweis, ne? Als Geheimdienstchef. Und hier sind die Wörter Zahn, Pille, Kultur, Zunge, ne? Kultur wegen Kulturbeutel, Pille, ist logisch, Antibabypille, Zunge, ne? Und Zahn, Zähne putzen. Vor allem, dass er die Zunge sieht, aber Zahn nicht, weißt du? Also wer kennt's nicht, man putzt sich die Zunge, aber nicht den Zahn. Guck mal, und Zunge ist auch vom Gegnerteam, ne? Zunge, der ist ja so am Trollen. Ich auf eine Richtung gegangen bin und nicht auf irgendwas anderes. Ja, klar. Auf eine Richtung. Spinne und ja, auf Sachen, die du im Bad findest halt. Ja. Okay, was kannst du sonst sein? Deine Zähne morgens in der Früh. Es kann halt auch an, man könnte so eine Glas, es, man könnte es als Glasglocke beschreiben. Ja, aber das ist dann eher aber Glas und dann erst eine Glasglocke. Ja. Also das heißt, das wäre der weitere Stretch. Ja. Aber wir konzentrieren uns einmal hier auf Terrarium. Alter, ich glaube, Glas darfst du gerne, ja. Ja, easy. Dass Faro die Audacity besitzt, bei Zahn noch zu diskutieren. Die anderen Wörter sind ja Ultrascheiße. Da ist noch vielleicht noch Pille. Vielleicht Pille wegen Medikamente, aber Zahn ist ja komplett drin. Und er so, dumm. Und Zunge ist auch das Gegnerwort. Terrarium, Spinne und Glas. Guck mal, die kommen gut vorwärts. Faro. Okay, aber Reisen war scheiße. Im Grunde war Faros Nachbarin oben und hat gesagt, dass er aufhören soll rumzuschreien. Stimmt, er darf doch gar nicht rumschreien, ne? Ist er auch so leise. So ein bisschen lauter. Was? Garfield, Carter, Autor, Verlag. Verlag. Also guck mal, Carter ganz klar drin, oder? Garfield? Ja, natürlich, ja. Natürlich. So, jetzt müssen wir überlegen. Das Karate-Kid. Zaun, ne? Gesicht ist gerade unendlich rot. Was macht denn Garfield aus? Der ist doch so extrem faul, ne? Ja, der ist doch den ganzen Tag nur rot eigentlich, oder? Aber Garfield ist so als der einzige, den ganzen Tag rot. Deshalb, also, ich glaube,
Er will eher so auf Autor, Verlag, irgendwie so. Garfield. Wegen Carter. Und dann geht er auf Verlag, weil es da natürlich auch Bücher davon gibt. So. Und Garfield isst immer Lasagne. Leckeres Gericht. Das beste Gericht aller Zeiten. Ja, stimmt. Der isst Lasagne die ganze Zeit, ne? Na, der liebt Lasagne. Das ist das Geilste überhaupt. Da gebe ich Garfield auch echt recht. Also der weiß genau, was gut ist. Garfield, ja, da müssen wir aber das Gericht mit reinnehmen. Ja. Pass auf, Gericht ist jetzt schwarz, dann wie dumm. Ja, für 17 Monate, ja, oder für den T30 habe ich küsst dein Herz. Geht da eher so auf Verlag und Autor. Verlag? Der Lasagne hat der gar nicht auf dem Schirm, glaube ich. Das heißt, du meinst, der wollte uns einfach nur eine Geschichte über eine Katze nennen und Garfield kennt jeder, also sagt der gestiefelter Autor. Kater kann, gestiefelter Kater konnte er ja nicht schreiben, weil Kater ist ja auf dem Board gewesen. Der ist doch bestimmt auch gechippt worden, damit sein Besitzer den immer wieder findet. True. Also ich glaube nicht, dass er Gericht nimmt. Instant auf Chip. Meinst du nicht, dass er auf Gericht geht? So eine leckere Lasagne, wofür er bekannt ist. Nee, ich glaube Faro nicht. Nee. Ich glaube, er Verlag tatsächlich. Also bei Alufelge meinte er ja auch nicht Aluminium. Also, klar, du musst umdenken. Junge, Faro hatte mal den Tipp. Das Witzigste, was ich je erlebt habe. Faro hatte den Tipp Alufelge genommen und dann war ein Wort im Grid Aluminium. Lass mich kurz ausreden. Warum man versteht eh nichts? Wort übersehen. Man versteht dich eh nicht, Faro, wenn du dein Mikrofon hältst. Ich habe es übersehen. Meine Fresse, ihr Hacker, weil ich nicht gelesen Also ich muss. Scheiße, ich mute mich jetzt die ganze Runde. Ich kann das Scheiße nicht mehr anhören. Ende, jetzt kann ich aber ausreden. Also, das Wort Aluminium war im Grid drin und Faros Tipp war Alufelge und Aluminium war falsch. Aluminium war falsch. So, also ich würde Verlag, komm, lass Verlag einloggen. Ja, okay. So, jetzt würde ich sagen, Autor ist ein anderes Wort. Oder Zeitung. Ich würde Autor sagen. Du meinst Autor. Autor bin ich echt schon wenig Fan von, wenn schon Verlag stimmt. Außer er will Verlag und Autor zusammenkriegen. Aber warum dann so kompliziert mit Garfield? Ja, weil er kann ja nicht, er konnte nicht gestiefelter Kater schreiben. Er sucht halt eine Katze. So, es ist so geil. Es ist so geil. Ja, oder denkst du Gericht? Ja, ich meine wegen Lasagne, ne? Ja, komm, dann im Gericht. Aber geh lieber für deinen Autor. Mir ist egal. Ich weiß nicht, ob Faro das auf dem Schirm hat mit der Lasagne. Also Faro macht ja auch Reisen zum Pentagon. Der hat echt Dinge auf dem Schirm, wo man erstmal nicht drüber nachdenkt. Er klopft dann da mal an beim Pentagon. Oder er hat die Brücke geschlagen, dass Lasagne ja ein Teig ist. Und dann hast du Gericht nehmen. Du brauchst gar nicht lachen, du hast selber gesehen. Pentagon gesehen. Nö, nee, daran kann ich mich nicht erinnern. Dein Kurzzeitgerät, das kickt wieder. Daran kann ich mich nicht erinnern. Siehst du, hab ich doch gesagt, Gericht ist falsch. Gericht. Das ist aber nicht Stand-up, muss man doch einfach mal sagen. Ich sag, Auto ist hier unser Wort. Ich sag euch, der hat den Stretch eher gesehen, dass Nudeln ja auch irgendwo teigig sind und Brot auch. Und dann hat er einfach Brot gesehen. Sag ich dir, wie es ist, klar. Mal schauen, was die Erklärung ist für Garfield. Vielleicht ist es ja auch einfach Auto und es ist viel einfacher. Oder er sagt einfach gleich, dass es eine Sage ist, weil es ein Märchen ist. Vielleicht ist es für Faro ein Märchen. Gleich gibt's wieder Fitna nach der Runde mit Faro. eigentlich müsste man so eine Sendung machen auf Twitch. Fitna mit Faro. So heißt auch das nächste YouTube-Video. Es gibt mal wieder Fitna mit Faro. Es ist das Beste, was ich je gehört habe. Ich glaube, in Real wird der uns alle verprügeln können. Die Leute rasten bei mir auch schon aus. Ja, Gericht und Zeitung, aber wieso checkt es Faro nicht? Man merkt dann auch irgendwo, warum das deine Zuschauer sind, Terst. Ja? Wow.
Kadir, das würde ich mir nicht gefallen lassen. Ey, ich wollte gerade sagen, bei Kadir kann ich es verstehen, bei dem Rest nicht. Und dann nennst du Kadir direkt. Sehr stark, Springy. Wow. Wow. Klör? Wow. Ja? Klör, kannst du mich hören? Ich muss dich mal einmal anschreiben wegen eines Begriffs. Aber Klör ist aber nicht Klör unten, ist du musst Faro anschreiben. Hey, ja, schreib mich an wegen eines. Ach so, nee, wegen den Affaro. Entschuldigung. Nein, du kannst ruhig mir schreiben. Schreib ruhig mir. Nein, den Begriff darfst du nicht nutzen. Okay, ich hab das geklärt mit dir. Klar. Sei nie. Warte. Aber ich glaube, dass es in Ordnung ist, oder? Okay. Also ich glaube, ich schaue es nochmal kurz. Ja, es war knapp drunter von den Dingern her, aber ist noch okay. Wie deutsch okay. Willst du sein, Faro? Ja. Ja, es hat 10.000 drunter, ja, also ist schon ein Drittel. Strategiebuch. Hä, Wort ist doch voll legit. Ich wollte gerade sagen. Ja, das habe ich mir bei Weihnachtsbriefmarkenverkäufer auch gedacht. Ja, okay, aber nein. Ja. Also, Flauschi, nein, das hast du dir nicht gedacht. Okay. Ja. Aber das war dann auch nicht gut. Also das Wort war sogar Weihnachtsbriefmarkenverkäufer, Standbesitzerin. Ach so, okay. Nein, das stimmt nicht. Klar, lass dir nichts erzählen. Also ich könnte auch alle Wörter zusammenfassen in einem. Weihnachtsbriefmarkenverkäufer. Das ist wieder so deutsch. Ah, geil. Okay, Smaggy. Autor und Taktik, denke ich mal, ist ja irgendwie klar. Ja. Taktik würde ich als erstes einloggen, dann Autor. Ja, ich komme mit der Reihenbogenglocke. So. Guck mal, das Ding ist, wir müssen uns genau überlegen, ob wir das Risiko eingehen wollen, weil wir können nicht gewinnen. Wir können nicht wildguessen. Ich würde das Risiko nicht eingehen. Jetzt, doch, wildguessed. Jetzt ist die Sache, also Strategiebuch. Wir können wildguessen. Bogen. Wir können jetzt 3 Begriffe auswählen und dann wildguess. Geht. Also oder Strategie ist oft mit einem Krieg verbunden und deshalb auch Bogen halt so für mittelalterlich. Weihnachtsbriefverkäufer. Boah, das ist ja ein Giga-Stretch. Auto, ja, schon ja, wieder ja, deren ja. Wort ist, ne? Oh, aber gut, dass wir nicht Auto angeklickt haben, hä? Ich würde Zeitung, sagen, aber das, ja. Die brauchen ja auch noch irgendein Wort für Garfield, ne? Ja, das wird Brot sein, ich hab's euch gesagt, Bruder, der hat den Stretch zwischen Nudeln, also zwischen der Lasagne und Teig und Brot gemacht. Ja, aber ich geb dir da recht, ich meine, guck dir mal das Gegenteil an. Das Gute ist, es reicht ja, wenn das nächste Wort, das sie uns gibt, ja in die Richtung nur geht von dem anderen Wort. Wir haben ja so ein paar, die wir sehen, und ein paar, die wir ausschließen können. Das heißt, sie muss ja gar nicht so krass, so dass das eindeutig ist, weißt du? Das Gute ist, dass Faro mich nicht im O2 töten darf in Zukunft. Also außerhalb von O2. Heißt, ich kann einfach irgendwo draußen rumstehen, der darf mich nie töten. Ich kann den mocken jetzt. Ja, ich glaube, Chip ist unser Wort, ne? Wegen, dass die Katze echt geschippt ist. Ich glaube absolut nicht. Robin Hood sage. Warum leckt's bei mir? Ich drücke da drauf. Ist ja, bei mir auch, ja. Später. Das ist, weil okay, sage. Sein Kaugummi-PC da. Sein Herz ist rein. Was ist nein, rein hat Kaugummi-PC, Bruder? Naja, wir müssen jetzt stretchen. Wir müssen stretchen. Wir haben 4 Begriffe und er gibt uns einen 3er. Anhänger. Du, Bogen war schon richtig. Also ja, Anhänger boah, ist schon wahr. Bei Robin Hood, wenn Bogen nicht da richtig ist, Bruder. Er hat seine Anhänger. So, das ist eine Sage. Warte, jetzt ist nicht mehr... Okay. Hallo! So, warte, die Wörter sind jetzt nicht mehr so klar wie Bogen. Du bist ja alles am Eindruck. Und der klaut den Reichen das Geld. Das ist ja wohl sehr wohl klar gewesen. Der klaut den Reichen das Geld, damit sich die Armen Brot gönnen können, ne? So, jetzt Zeitung oder Chip, sage ich. Wir müssen jetzt auflegen. Was? Zeitung oder was? Chip? Zeitung? Warum Zeitung? Hey, warte mal ganz kurz. Faro hat ja gesagt, er gibt uns immer ein Wort. Na, wie war Faros Logik? Ich glaube, die gibt es. Er gibt uns immer die Wörter, die offen sind, obendrauf, ne? Das heißt, laut Faro müssten wir jetzt alle Wörter haben, für Garfield auch.
Aber ich glaube, der ist da nicht konsequent. Ich glaube, wir haben noch eins für Garfield. Und wenn das jetzt falsch ist, was ich gerade sage, dann rastet der gerade komplett aus. Also willst du sagen, wir haben noch ein Wort für Garfield über? Ich würde sagen, einfach für den Content loggen wir mal Falsches jetzt ein. Ja. Ich würde sagen, okay. Chip oder Zeitung für Garfield noch. Boah, Zeitung sehe ich ja null, ne? Du weißt ja, Chip, eine scheiß gechippte Katze, aber denkt der niemals dran. Der denkt sich doch nicht so, Garfield war safe gechippt. Weil es ja eine Katze oder ist. Und wenn der verloren geht, weiß man ja, wo der ist. Oder Anhänger. Ist schon richtig gewesen, haben wir schon. Ja, ja, aber Anhänger war noch ein Wort für Garfield, weil der so einen Anhänger anhat. Um halt. Ach, aber das weiß er. Aber ein Lasagne-Gericht hat er nicht gedacht. Das ist Faro. Würdest du Chip oder Zeitung noch nehmen? Nee. Oh, Lali, aber denkst du, wir haben jetzt alle drei Wörter für Garfield? Ich glaube allgemein, dass wir alle drei Wörter haben und das letzte Wort jetzt absoluter Wild Guess ist. Also ja, aber welches dritte Wort war denn für Garfield? Sage oder? Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht Brot, weil so ein Wort wie Brot kriegst du überall unter. Hat Garfield eine Glocke um den Hals? Nö, ne? Wäre ja, so ein Kuhding. Nee. Guck mal, aber Marker, welches dritte ist Wort ist denn für Garfield? Am Strand auch nicht. Ja. Anhänger. Glaubst dem Anhänger, auch, den er trägt. Ja. Ja. Das ja, heißt, komm, es ist nur noch ja, rein, weil das Herz von Robin Hood rein ist. Nein, das ist Bullshit. Okay. Also lock rein ein, aber ich kann ja sagen, es ist safe falsch. Ja, aber so denkt man auch nicht. Das ist theoretisch safe falsch. So als würden wir überhaupt irgendwas haben. So rein, weißt du, wäre nur noch, weil sein Herz rein ist von Robin Hood. Er rettet den, er nimmt den Reichen und gibt es den Armen. Ein reines Herz. Das ist das Einzige, was überhaupt irgendwie witzig noch klingt. Das Raten. Du hast das Raten beendet, das macht ja gar keinen Sinn. Oh mein Gott. Erste, was war denn das jetzt? Lord. Ja, wir haben doch alle Wörter. Und warum machst du Raten beenden? Warum klicken wir nicht auf ein Wort? Es ist jetzt eh vorbei. Nee, ist nicht vorbei. Boah, Terste. Wir haben doch alle Wörter für Robin Hood. Ja, aber wir hätten jetzt... Terste! Mach's nicht so kompliziert. Pass auf. Die werden ja wohl jetzt einen Zweierbegriff hinkriegen. Wir mussten ein Wort anklicken, weil wir entweder jetzt gewinnen oder verlieren. Aber jetzt hast du gerade das Gewinn genommen. Nee, du willst... Welches Wort willst du denn nehmen? Du musst doch... Also ja, von den Wörtern, die offen gemacht. Musst du doch ja, jetzt 12 Wörter raten. Ja, richtig. Also du willst eine 1-12 Chance haben, dass wir jetzt richtig liegen. Ach so, und wenn wir falsch liegen, dann passiert was? Dann hätten wir auch wie Raten beendet. 1-10. Daneben klicken es wie Raten beenden. Nee. Weil jetzt muss man die 2 noch... Jetzt muss hier die 2... Der erste auf dieses... Also... Ja, wir können halt die Runde einzuscheiden. Hier kommt die Clownsnase auf deine Nase. Also die 10% Chance. Aber was für eine? Ja, aber warum denn 0? Du hast gerade aus 10% 0% gemacht. Nee, wir müssen halt einfach hoffen, dass die jetzt daneben liegt. Aber hätten wir jetzt rein angeklickt und das ist grau, dann hätten wir ja wie Raten beenden gemacht. Nur hätten wir jetzt auch hoffen können und wir hätten einen Versuch gehabt. Ja, aber wir hätten eh noch ein Wort rausgenommen. Ja, dann hätten die ein Wort weniger, worum sie sich kümmern müssen. Aber wenn rein rot ist, dann machen sie jetzt einfach irgendwas mit Wasser und Judas. Laut Farus Logik haben wir alle Wörter, die er beschrieben hat, haben wir genommen. Also das wäre total random. Ja, richtig, das war ein absoluter Wild Guess. Aber ich sag, ja. Raten beenden ist rein geschissen. Faro Abi kocht gerade richtig. Für den letzten Hinweis, meinst du? Faro ja. Abi. Es ist übrigens eine 1, zu wie viel? Eine, das sind 3, 4, 7, 10 Wörter.
Wenn rein richtig ist, by the way, dann glaube ich, ist Faro gleich sauer auf dich. Und wenn es falsch ist, dann juckt's. Erstmal müssen die jetzt beenden. Obwohl, selbst dann macht Raten beenden keinen Sinn. Oder obwohl Chip und Zeitung war auch angekreuzt. Wenn eins der drei Wörter richtig ist, hast du schon reingeschissen. Es wäre nur okay, wenn es ein Wort ist, was du nicht... Also wenn es sowas ist wie Marker, wo wir gar nicht drauf geguckt haben. So langsam wird es ein bisschen eng, ne? Probiert. Ich weiß auch gar nicht, ob das so schlecht war von denen. Und es ist anscheinend nicht so einfach, die zwei zu connecten gerade. Ob der hat gut gepokert. Abwarten. Ihr habt noch 1,5 Minuten, um das Wort jetzt gleich zu entschlüsseln. Beruhigen Sie sich. Na, ich glaube aber, Flauschi hat da mit den zwei Wörtern zu kämpfen. Ausschmücken. Schmücken. Oh, das ist echt. Lametta, das ist ein sehr einfaches Wort. Und mit Lametta. Okay, guck mal, weiterer Switch wäre die Sprache, aber ich sehe auch Lametta und Glocke. Oh, okay, ja. Wenn würde du mit Satz Lametta gehen. Oder, also ja. Lametta safe. Ja, Lametta auf safe. Jeden Fall. Warum braucht sie so lange und macht Ausschmücken? Ja, wie kriegst du Lametta und Glocke sonst? Warum ausschmücken? Warum nicht einfach nur Schmuck? Oder? Na, weil Schmuck ist ja keine Glocke. Ja. Oder Lametta ist auch kein Schmuck. Ja. Es ist die Sprache, scheiße. Oh, ja, sag ich doch. Du hast so einen Sag Glück, ich doch. Was eben? Es ist die Sprache gewesen. Du kotzt mich an, dass du ich damit durchkommst. Ich bin gerade eingegangen. Ja, es tut mir leid. Ich war in deinem krass. Kopf, Flauschi. Es ist noch nicht durch. Fahr es tut mir leid. Ja, Faro muss jetzt erstmal ein Wort schaffen. Let him cook. Das war so Michelle. Mies, die zwei zu verbinden. Und ich dachte mir so, nein, wenn es Glocke und Lametta gewesen wäre, wäre ja viel zu einfach. Dann hätte ich ja gar nicht ein Wort gebraucht. Stimmt. Ja. Marker ist ein Stift. Klär du. Oh, Junge, ist das ist ja rein. Rein? Ja, mit, ja es ist. Es war, ich muss sagen, Flauschi, dein Wort war super strong. Wir haben geintet. Ja, das stimmt. Also, weil Faro, das ist eine Sprache, Sachen ausschmücken. Du bist ausgerastet. Das sauer. Weil ich rein war. Ausgerastet. Ich sagte, ich bin ausgerastet. Alles weil gut. Einfach, wie kannst du bei 1 zu 2 testen? Bist du geisteskrank? Wie kannst du denn da einfach nur skippen? Ja, ich könnte ihm das aber nicht übel nehmen, denn sein Move war am Ende der Sieger-Move. Nee. Ja, aber. Ja. Nein. Das ist der Punkt ist. Guck mal. Also, man hätte ja schon. Genau, also war voll logisch, da reinzuwählen von 18 Wörtern. Ne? Für Garfield war rein wahrscheinlich. Ne? Garfield. Da war der Anhänger für Garfield noch mit drin. Und ja, der Anhänger, ja. Du hast dann auch richtig erklärt, dass ich euch immer mit reingebe, wenn was offen ist. Ihr habt drei aufgemacht und bist trotzdem noch immer am Nachdenken über das Scheißgericht und die Zeitung und sonst irgendwas. Nein. Also, Pers hat das doch genau deshalb beendet, weil er gesagt hat, wir haben all unsere Wörter drin. Klör war ja der noch nach einem Wort gesucht hat. Ja, genau. Und Klör hat gesagt, es muss ein Wild Guess sein. Und da fallen noch viele Leute Sachen schon raus. Da fällt Brot raus, da fällt Glocke raus, da fällt Zeitung raus, weil das alles Sachen sind, die noch am fairesten auf Garfield zutreffen könnten, ja. So, dann sind es schon noch weniger. Und mit Rhein war ja halt die ganze Zeit, wäre da richtig gegangen, ne? Ja, aber das war ja nicht. Aber es war nicht das reine Herz von Robin Hood, verstehe ich. Volksfest auf Sprache und Ich glaube, Sprache wäre da schwieriger gewesen. Ich sag dir, ausschmücken war das perfekte Wort für Sprache und Lametta. Super, das war sehr das war super. Das Merry Christmas. Es war Merry ein Christmas perfektes Wort. Es war ein perfektes Wort, wirklich. Merry ich Christmas. Wollte eigentlich auch ein englisches Wort nehmen, so Decoration oder so, aber dann kam ich halt immer wieder auf diese Kackglocke und so. Das war halt. Ja, Christmas also, konnte ich auch nicht nehmen, weil Glocke Schlitten. Ich habe ja direkt auf Sprache angeklickt. Ich habe direkt Lametta und Sprache gesehen bei Ausschmücken. Weil es ist halt eine Sprachart, also wenn du Dinge ausschmückst. Ja. Also es war super einfach strong. Eingeschissen, erklär da nicht deine Niederlage. Einfach nächste Runde. Einfach auch mal besser spielen, Swaggy.